Grüß Gott, meine Kameraden und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4 Propaganda. Hi. So jetzt, los. Flambeck. Arno Ooks. Guck mal, da sind Avi und Dings. Was machen die denn? Sie starren eine Wand an. Was sie lesen. Problemscheue. Aha. Egal, was macht er jetzt? Nicht üben. Oh, er will aber gar nicht mehr, egal. Lied spielen, Blues. Hamburger, wo bist du? Hallo, hört ihr mich zu? Nein? Hört mir Christi zu? Alter, wer hat die Titel von der gemacht? Mit wem rede ich jetzt? Mit Mitch. Mitch ist glücklich. Also ich weiß nicht, ob dir mein Lied gefallen hat. Johnny Steiner Blues. Leute, ich kann Gitarre spielen. Ich weiß, ihr seid eine A Cappella-Gruppe, aber ich würde bestimmt gut zu euch passen. Dein Spielen ist Müll, der Beatbox ist ja besser. Also, ich würde das Lied in die Kommode tun. Ich finde es nicht so gut. Ich flieg gleich weg, so wie du spielst. Hör auf! Ja, wegfliegen würde ich auch gerne mal mit dir. Oh, bist du nicht dir? Oh, ich würde am liebsten meine Gitarre verbrennen. Ich hau. Aber Musik ist dann schon toll. Außer wenn er sie spielt. Möchtest du aufhören? Aber, sollen wir einen Kaffee trinken? Nein, fick dich! Okay. Fazit: Pentatonix hat mein Lied nicht gefallen. Naja, da kann man wohl nichts machen. Halt mich. Ja, Jungs, bei der Arbeit, was machen wir? Jawohl! Aber ich glaube, es gibt gleich Essen. Also in real life. Pause. That tasted perfect. Oh, ja, wir essen. So, was macht denn der gerade? Er friest jetzt. Und dann kann ich, wie gesagt, mal ein bisschen weglegen. Muss man eigentlich irgendwas zaubern? Kannst du mal bitte ruhig sein? Ich versuche zu kommentieren. Man muss doch bestimmt mal die Küche putzen oder so. Hier nichts putzen? Nein, nicht die Zähne in der Küche putzen. Hier, den könnte ich mal rausbringen. Patrick braucht eine Mülltonne. Wir haben gar keine Mülltonne. So, wo gibt's Mülltonnen? Draußen, ne? Hier, Mülltonnen. Die grüne Tonne, Müllbehälter, reinste Zierde, Tonnen auf Rennen oder Plastiktonne ganz und gar. Diese Mülltonne aus Hausplastik opfert sich klaglos deinem Müll. Eben eine 0850er grüne, wa? Sollen wir irgendwie Rechnungen zahlen? Ne, dann sind wir in letzter Zeit keine Post. Okay, gut. Dann räum mal den Müll auf. Und ich räume den Müll auf, ich das nicht spannend. Weißt du was? Wir reisen jetzt mal.
Ich habe nämlich gesagt, wir wollen noch Framen besitzen. Ja, nicht jugendlich arbeiten. Wer ist das? Egal, wir reisen jetzt mal. Hoffentlich haben wir den Müll vor uns aufgeräumt, weil das wäre sonst ein bisschen ungünstig. Und zwar reisen wir hier hin. Guck mal, wer da wohnt. Hi. Und? Hey! Ja. So. Warum stehen die hier draußen? Klopfen wir mal an die Tür. Es ist zwar niemand zu Hause, weil alle draußen stehen. Okay, jetzt gucken wir mal, wie er reinkommt, wenn niemand drin ist. Ach, das ist ein leeres Zimmer. Leeres Haus. Ja, gut. Ja, gut. Dann unterhalte ich mal mit Frame. Und stell dich mal lustig vor, weil eigentlich kenne ich Frame ja schon gut. Mit dem gab es ja Folge 4 oder so. Roman ist für heute mit der Schule fertig, hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht, aber die Buckingham-Oberstufe-Lehrer sind der Meinung, dass sie sich ein wenig zusätzliche Arbeit schnell verbessern könnte. Ja, ich mag Frösche, Frame. Und du? Frösche. Verstehst du? Frösche. Frösche sind cool. So, vom Herzen kommendes Kompliment machen und Tagverschönung. Dem lieben Frame. Ey, du hast echt eine schöne Jogginghose an. Und ein Lolli macht das Leben bisschen. Und jetzt müssen wir jemanden umarmen. Umarme Frame. Spinay? Holger Beret? Oh, Jabberhorn! Wir sind hier umarmen. Yibs, Yibs, Tombra. Bibba, Spino? Ja, Fruz. Vadish. Hey, ich will den Hurensohn umarmen. Da, umarmen wir mal Frame. Hab ihr Moana. Oh, Frame umarmen. Washupaza, Levko. Witz abstellen. Eigentlich sind wir ja nicht ganz so lustig, aber reden wir, machen wir mal einen Polizistenwitz. Also, Polizisten haben immer viel Geld und deshalb erschießen sie alle, weil sie sich damit Kanonen kaufen. Nein, der Witz war richtig scheiße. Mit sich selbst reden? Wie kann man mit sich selbst reden? Was möchten denn noch? Zu Musik aus Stereoanlage tanzen. Oh, Frame, geh mal mit mir nach Hause und dann gehen wir zusammen tanzen. Wir gehen jetzt mit Frame nach Hause und tanzen mit ihm. Möchtest du mit mir nach Hause gehen und tanzen? Anscheinend ja. Muss ich denn jetzt eigentlich auch selbst spielen oder wie sieht's aus? Ich hab keine Ahnung. Oh fuck, die Kinder sind ja schon da. So. Frame. Ja. Die meinen hässlichen Kindern, die zucken den ganzen Tag. Komm mit. Los, wir. Komm, du. Wo bin ich? Du bist. Was ist mit mir los? Das war gerade. Ich glaube, du hast dir gerade einen runtergeholt. Guck mal, wie ich abgehe, Alter. Nein, ich stink nie. Ich hab nur Hunger. Roman macht brav seine Hausaufgaben, Flo ist am Zocken. So, meine lieben Freunde, Roman macht dich schon. Danach darf Florian seine Hausaufgaben. Okay. Und dann machst du. Gut, Frame fühlt sich hier wie zu Hause.
Wen sollen wir denn mal mit... Komm, Medi ist jetzt mal fies zu framen. Komm, warte mal. Medi ist jetzt mal ein Arschloch. Grob vorstellen. Fricke! Er hat schon Angst. Hä, beschämt? Du bist voll scheiße. Du bist scheiße. Gemein. Über Outfit spotten. Gemein. Anbrüllen. Gemein. Schimpfen. Sag mal, was machst du eigentlich? Du denkst gerade schon wieder an dein Handy. Du sollst deine Hausaufgaben machen, Erik. Ja, Jürgen ist noch beim Arbeiten. Brenabel again, so. Rebel? Shiri, Miko, yes. Ugh, welches? Nibs, Yamsa! Ach, das Essen war verdingst, verdorben. Wenn Jürgen heimkommt, muss er schon was Neues kochen. Patrick, du könntest eigentlich mal ein bisschen. Warum habe ich Geld bekommen? Achso, weil er arbeiten war. Unwohl, weil. Von Übelkeit geplagt, weil verdorbenes Essen gegessen hat. Deinem Bäuchlein geht es nicht so gut. Dann räumst du mal auf und wenn Jürgen schon hier ist und der... Ach, der sieht gut aus. Hä? Er hat Geld mit hingebracht, oder? Ja, ja, 200 irgendwas. So, dann kocht er jetzt was. Was soll er kochen? Fischtacos? Ja. Und danach muss er umgehen. Ich glaube, er ist zu müde. Machen wir Specksalat. Und dann darf er schlafen. Dann isst er was davon und dann geht er schlafen. Guck mal, die hassen sich voll. Über Probleme bist. Ach nein, nein, nicht du. Wolltest du Nikola wegfahren? Da. Abscheuliche Konfrontation. Frame ist wütend. Ja, auf Medi, weil ich ihn mit Medi beleidigt. Ich glaube, er ein bisschen müde ist, ne? Wie der da aber auch rum. Das macht Medi vor. Oh, ich bin im Müll raus. Guck mal, wie du dich bin. Du möchtest übrigens jemanden kennenlernen, weißt du das eigentlich? Traurig. Ein Freund weniger. Du musst unbedingt jemanden kennenlernen, Erik, weißt du das? Ich brauche jemanden in meinem Alter. Hier, Fabian Weishaupt. Der ist nicht in meinem Alter. Freundlich vorstellen. Der ist in deinem Alter. Ja, und in dir. Ist ein Mädchen, auch gut. Nee, ist ein Junge, auch gut. Geh den Boy. Nein, Boy. Okay, vielleicht finden wir doch noch irgendwo jemand anders. Die? Nee, die ist zu alt. So, du redest jetzt mit dem, die machen da drin einfach weiter, wird schon passen, was sie machen. Medi schläft schon, Jürgen hat was zu essen gemacht. Was macht denn der gerade ist und redet mit Frame? Okay, so. Dann würde ich sagen, was macht der? Aha, er ist jetzt dahin gelaufen und hat dann gemerkt, er hat seine Hausaufgaben noch nicht ins Inventar getan. Erik, du bist ein bisschen dumm. Es tut mir leid. Weißt du was, ich verkuppel dich jetzt mit jemand. Komm. Ich verkuppel dich mit... Saraza. Ah. Ich schwör's, jetzt geh um. Nein. Erik und Saraza werden in diesem Let's Play ein Pärchen. Halt. Nein, nicht an der Spiel. Das ist. Warum? Nein. Okay, dann befreundest du dich erstmal mit ihm. Okay. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit... Der war gar nicht da.
So, dann hat Erik dieses Mal das Vergnügen, die Let's Player kennenzulernen, beziehungsweise in der nächsten Folge, weil diese vorbei ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Alle Links zu Sims 4, Sims 3 und Sims 2, obwohl ich ganze Zeit gemacht habe, sind unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, was gibt es noch zu sagen, außer... Tschüss. Tschüssi.